Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte doch noch mal die Möglichkeit nutzen, um hier ein paar grundlegende Sachen klarzustellen. Politik ist nicht nur für den Infektionsschutz zuständig, sondern auch dafür, die Freiheitsrechte der Bürger zu schützen. Und es ist nicht mehr vermittelbar, wie Sie Betriebsschließungen hier durchführen, Arbeitsverbote erteilen, unsere Kinder nicht mehr in die Schule schicken, kleine Familienbetriebe an den Rand des Ruins fahren und gleichzeitig unser Gesundheitswesen hier gegen den Baum fahren. Denken wir zum Beispiel an unser Schweizer Krankenhaus. Aufgrund von Missmanagement und politischen Fehlentscheidungen wurde dort die Bettenanzahl innerhalb eines Jahres bei einem so gefährlichen Virus von 110 auf 30 dramatisch reduziert. Ja, das ist für die Menschen nicht mehr vermittelbar, was Sie hier durchführen, meine Damen und Herren. Wir brauchen kluge Lösungen, ja, und nicht Lösungen, die hier keiner mehr nachvollziehen kann. Nochmal, Herr Reinhardt, zu Ihnen. Wir haben ganz klargestellt jetzt mit unserem Entschließungsantrag, oder auch nochmal deutlich gemacht in der Rede, dass wir die Schließung der Kindergärten, Schulen und Horte anmahnen. Ja, seit vergangenem Frühjahr haben wir dem Entschließungsantrag jetzt nochmal aufgefordert, die Landesregierung Schulen, Kindergärten und Horte auch zu öffnen. Ich weiß nicht, was es daran nicht zu verstehen gibt. Das ist doch eine ganz eindeutige, klare Ansage von uns. Ja. Sie sprechen von Lösungen, die gesellschaftsfähig sind und Lösungen, die bei den Menschen ankommen. Wir haben uns eben deshalb extra Zeit genommen mit unserem Entschließungsantrag, Ihren Gesetzentwurf uns genau angeschaut. Und wenn Ihr Gesetzentwurf eben vorsieht, dass bei vierwöchigen Schließungen keine Erstattung für die Familien gibt, dann ist doch hier was grundsätzlich im Argen und da müssen wir doch drüber reden können. Ja? Also wenn wir es machen, dann machen wir es richtig oder gar nicht. Dankeschön.